Pflanzt hier Knoblauch. Hä? Heute habe ich sie mit der Sprache, ich wollte sagen, pflanzt hier Knoblauch. Ja, Floblauch. Floblauch. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir haben mittlerweile fast Mitte Dezember und Anfang Oktober hatten wir unseren Umbautag und seitdem ist einiges passiert. Viele Gartenvideos sind online gekommen, aber wir sind noch nicht einmal durch den ganzen Garten gegangen, seitdem er komplett fertig ist. Und das holen wir heute nach im Gartenrundgang Dezember. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, ich würde sagen, heute gehen wir einfach mal durch den ganzen Garten und zeigen euch von vorne bis hinten, wie der Garten gerade so aussieht. Er ist natürlich im Winterschlaf, aber wir erzählen euch auch, was wir hier nächstes Jahr vorhaben. Hinter mir, da kann man schon sehen, wir haben mittlerweile 16 Hochbeete. Ja, ist ein bisschen mehr als die zwei beim Tierheim. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch den ganzen Garten und ich zeige euch so, was wir hier nächstes Jahr vorhaben. Ja, vorne angefangen haben wir erstmal rechts entlang 16 Hochbeete bis hinten hin. Hier neben, da ist so eine Wallhecke mit Bäumen, Sträuchern und Büschen. Die ist jetzt ja sehr kahl und im Sommer haben wir das natürlich immer schön grün. Die Sonne, die steht übrigens da hinten, da geht die auf und da hinten unter, sodass wir bis zum Abend hin eigentlich Sonne auf die Hochbeete haben. Und wir planen im nächsten Jahr in 16 Hochbeeten 16 verschiedene Kulturen anzubauen, sodass wir zu jedem Kulturen auch ein Hochbeet-Video haben, ist mal ganz spannend, weil viele von euch haben ja nicht so viel Platz wie wir und können nur Hochbeeten gärtnern. Deswegen machen wir da mal spezielle Hochbeet-Videos für euch. Ja, links rüber, da ist dann das Gemüsebeet. Hier haben wir den Staketenzaun aufgebaut. Hier haben wir unser Weinverstehen zum Wasserspeichern, denn wir wollen natürlich auch in der hintersten Ecke vom Garten Wasser haben. So können wir hier noch die Hochbeete bewässern. Wir haben aber mittlerweile auch einen Wasserhahn, das zeigen wir euch gleich mal. Hier haben wir dann das ganze Gemüsebeet, das sind insgesamt, was haben wir gesagt, ich glaube 460 Quadratmeter Gemüseanbaufläche. Da vorne, da ist mittlerweile schon der Knoblauch. Gehen wir mal einmal hin, zeige ich euch mal in der Nahaufnahme. Hier ist der Knoblauch, den wir in diesem Video hier gepflanzt haben. Ungefähr einen Monat ist er jetzt in der Erde. Natürlich auch rote und weiße Zwiebeln, aber der Knoblauch, der ist tatsächlich schon am weitesten. Und den können wir dann im Sommer nächsten Jahres ernten. Pflanzt ihr den Knoblauch auch schon wie wir im Herbst oder macht ihr das erst im Frühjahr? Ich weiß, viele, gerade die Gemüsezwiebeln, die werden ja auch immer erst Anfang des Jahres im Frühjahr gepflanzt. Wie macht ihr das? Herbst oder Frühjahr? Welches Team seid ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch keine genaue Beetplanung, wie das hier mal aussehen soll. Wir haben noch sehr viele Steinplatten, die stehen da hinten. Die wollen wir hier noch so ein bisschen als kleinen Weg durchlegen, um bestimmte Bereiche zu machen. Aber wie das genau aussehen soll, da haben wir uns noch nicht so viele Gedanken zu gemacht. Und wenn wir hier links jetzt rüber schauen, da haben wir unser Glasgewächshaus. Wir haben hier Rasen eingesät und man kann es noch nicht ganz so genau erkennen, aber an einigen Stellen sieht man doch hier schon die ersten Rasenhalme. Vielleicht sieht man das hier auf der Kamera. Ja, man kann es schwer erkennen, der Rasen kommt, auch bei den niedrigen Temperaturen, jetzt so langsam wächst alles. Dann kommt Anfang Januar hier noch eine schöne Folie auf den Folientunnel, dann haben wir alle drei Gewächshäuser bzw. Folienglas- und Hohlkammerstegplattengewächshaus fertig. Gartenschuppen wollen wir auch noch irgendwas machen, das steht aber auch noch in den Sternen. Da könnt ihr mir gerne mal eure Ideen hier in die Kommentare schreiben, weil wir wissen noch nicht, wie wir unsere Gartengeräte unterbringen sollen. Bis jetzt steht nämlich noch alles hier in diesem Gewächshaus. Ja, als Erinnerung an unseren alten Garten haben wir uns hier unser Tierheimgartenschild mitgenommen. Das Schild steht hier in einem unserer drei Erdhügel. Hier haben wir alle Rasenkanten quasi aufgehäuft, die wir bei der Beetfläche abgeschoben haben. Und da planen wir nächstes Jahr Sachen wie Kapuzinerkresse hier außen reinzusetzen und der ganze Hügel, der soll so ein bisschen bewachsen werden. Das ist natürlich auch super für die Insekten und sieht natürlich auch noch schön aus. Und wir haben eine kleine Abtrennung zu den Nachbarn, die da quasi hinter dem Hügel, hinter der Hecke wohnen. Hier haben wir jetzt noch eine Palette Dünger stehen und eine Palette ist echt viel, da werden wir eine Weile mit auskommen. 20 Kilo, 50 Sack, heißt genau eine Tonne von dem Oskorner Animalin Gartendünger. Den haben wir von garten-paket.de bekommen, dem lieben Jonas, vielleicht kennt ihr seinen YouTube-Kanal, Selbstversorger Jonas. Und der hat uns diesen für den neuen Garten gesponsert, also nochmal vielen Dank. Oskorner Dünger hatte ich früher schon mal öfter, Animalien-Gartendünger ist echt super. 100% natürliche Rohstoffe und der passt nämlich genau in unseren Düngerstreuer. Den Düngerstreuer, den habe ich euch im letzten Video hier oben vorgestellt und
Das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, wenn euch interessiert, was wir alles so für Gartengeräte hier nutzen, welche Gartengeräte Hobbygärtner brauchen. Hier haben wir die besagten Steinplatten, diese Waschbetonplatten. Die überlegen wir noch irgendwie ins Gemüsebeet einzubauen, um so ein paar Stepper zu haben, um nicht immer ins Gemüsebeet zu treten. Auf Dauer wollen wir uns damit einen kleinen Weg reinsetzen. Wir haben hier oben schon einen Nistkasten drin. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennt, gehen mal eben hin. Da hängt noch ein zweiter Nistkasten, das ist so eine Halbhöhle. Wir wollen natürlich für jede Tierart hier natürlich auch einen Nistkasten anbieten. Und einen, den haben wir gerade noch beim Tierheim abgeholt, den werden wir dann noch aufbauen. Gehen wir zum Schluss zur Streuobstwiese. Der Garten ist gerade im Winterschlaf, aber man kann schon sehen, wir haben uns einige Themenbereiche eingerichtet. Wir haben spezielle Zonen errichtet und das gefällt uns deutlich besser als im alten Garten. Denn hier haben wir zum Beispiel jetzt gleich die Obstbaumwiese. Da hinten stehen die drei Gewächshäuser nebeneinander. Wir haben eine Hochbeetreihe und ein Gemüsebeet. Das darf auf jeden Fall im Hobbygarten nicht fehlen. Ja, und bald? Habt ihr eigentlich schon Saatgut bestellt? Wir sind gerade nämlich dabei. Saatgut und Sortenempfehlung. Machen wir auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder in einem Livestream, dass wir mal so ein bisschen über Saatgut reden. Zwischen den Feiertagen oder im Januar werden wir Saatgut bestellen. Da machen wir dann mal einen Livestream. Wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert gerne den Kanal hier kostenlos, denn dann verpasst ihr nicht, wie wir euch informieren, wann der Livestream stattfindet. Jetzt gehen wir zum Schluss nochmal in die Obstbaumwiese. Ja, und was uns am neuen Garten auch gut gefällt, ist, dass wir direkt von der Straße aus den neuen Garten sehen können. Am Anfang, nach den Beerensträuchern direkt am Zaun, haben wir natürlich auch die schönsten Obstbäume gleich platziert. Zum Beispiel South Heaven Pfirsich, eine Mirabelle und den Apfel Elster. Dahinter direkt Zwetschge und nochmal Pfirsich, dass man von der Straße natürlich auch direkt die schönsten Obstbäume hier sehen kann. Nächstes Jahr, wenn die alle wieder bepflanzt sind, dann zeigen wir euch auf jeden Fall nochmal genau unsere Obstbaumwiese. Große schwarze Knorpelkirsche, wir haben ja nämlich so viele schöne Obstbäume drin, die wir euch unbedingt mal vorstellen müssen. Da vorne, genau am Zaun, ganz viele Beerensträucher und natürlich auch die Tulpen, genau wie vor dem Staketenzaun, sehr viele Frühlingsblüher. Und hier, da haben wir unsere kleine Wassertankecke stehen, denn der Wasseranschluss, der ist da hinten beim Gewächshaus. Und hier vorne wollen wir natürlich nicht immer den Gartenschlauch hinverlegen, da können wir uns das Wasser auch einmal speichern und mit der Gießkanne dann eben ja, die Obstbäume gießen. Und hier die Bank natürlich, um eine schöne Pause zu machen. Aber jetzt zeige ich euch nochmal eben den Wasseranschluss und unsere ganzen Pflanztöpfe. Ja, und hier, da haben wir ganz viele Kisten stehen mit unseren Pflanztöpfen. Da haben wir wirklich einige, aber wir machen ja auch immer unseren Jungpflanzenverkauf. Da brauchen wir natürlich einige. Hier unsere Anzuchtplatten. Also hier an der Wand, da stehen quasi alle unsere Kisten, wo wir unsere ganzen Pflanztöpfe und Anzuchtplatten drin haben. Die brauchen wir nämlich bald im Folientunnel. Da werden wir nämlich aussäen. Zum Schluss vom Video zeige ich euch noch einmal unseren Wasseranschluss. Den haben wir hier direkt an der Hausmauer bekommen und ich mache ihn jetzt nur leicht auf, denn der ist wirklich sehr stark und sonst bin ich gleich nass. Großes Dankeschön an die Firma Heilen, die hat den nämlich für uns fertig gemacht. Hier haben wir neueren Garten und im nächsten Video am Sonntag, da werde ich euch verraten, wie ihr einen eigenen Garten findet und euch erzählen, wie wir unsere beiden Gärten gefunden haben. Das ist ein sehr spannendes Videothema und ich glaube, das hat noch niemand auf YouTube hier hochgeladen, wie du einen eigenen Garten findest, denn ich weiß, dass sehr viele von euch da draußen gerne einen größeren und schöneren Garten hätten und da habe ich ein paar Tipps für euch auf Lager und erzähle euch auch, wie wir das so gemacht haben und das seht ihr dann am Sonntag wie immer um 8.15 Uhr, jeden Sonntag 8.15 Uhr ein Felix Hobbygarten Video. Das war's für heute, wir sehen uns dann Sonntag, bis demnächst. Abonnieren und ciao.